Auch diese Woche gibt es im neuesten TrunkCut-Update wieder einige neue Funktionen. Zunächst starten wir mit der Funktion Bibliothek. Hier kann jetzt bei jedem Smart-Click über die Lupe ausgewählt werden, dass ein neuer Schrank gesucht und dann in der Bibliothek ausgewählt und hinzugefügt werden kann. Hier nochmal gezeigt: Smart-Click auswählen, neuen Schrank hinzufügen, Schrank auswählen und der Schrank befindet sich im Raum. Besonders für Küchenplanung ist diese Funktion spannend, da die Bibliothek auch automatisch selbst ergänzt werden kann. Diese Schränke sind nun frei veränderbar, wie jeder normale Korpus, der im Raum platziert wurde. Beispielsweise hier Maßzahl anklicken, neue Maßzahl eingeben und es wird übernommen. Aber Schränke können mit dieser Bibliothek nicht nur hinzugefügt, sondern auch ersetzt werden. Hier ersetzen wir über den großen Smart-Click links unten den ganz rechten Schrank mit einer Türe gegen einen mit drei Schubkästen. Die Ausmaße bleiben dabei erhalten. Nun ist es außerdem noch möglich, über den inneren Smart-Click, wie hier gezeigt, die Fronten eines Schrankes aus der Bibliothek zu übernehmen und den restlichen Schrank bestehen zu lassen. Hier einfach auf die Lupe drücken, um die Bibliothek zu durchsuchen, die entsprechende Frontkonfiguration auswählen und sie wird geladen. Ein weiterer Einsatz der Bibliothek ist es, eine fertige Küchenzeile zu konstruieren und diese nun flexibel mit Fronten bzw. Innendefinitionen zu versehen. Dazu einfach über die Smart-Click links oben beim Schrank immer die entsprechende Innenkonfiguration auswählen. Und dann Schritt für Schritt die einzelnen Fronten zu den Schränken hinzuzufügen. So lässt sich in wenigen Sekunden flexibel über die Bibliothek eine Küchenzeile oder ähnliche Schrankformationen zusammenstellen. Um die Bibliothek zu ergänzen bzw. die Bibliothek ohne die Smart-Clicks zu nutzen, kannst du einfach einen Schrank, den du zur Bibliothek hinzufügen möchtest, in den entsprechenden Ordner BIB abspeichern. Versehe ihn hier mit einer durchdachten Bezeichnung, dass du ihn nachher auch wiederfinden wirst. Im nächsten Schritt lässt sich die Bibliothek direkt in der Software unten öffnen und über die drei Punkte der entsprechende Pfad auswählen. Füge nun den hier gespeicherten Schrank hinzu. Wie du siehst, wurde automatisch ein 3D-Bild des gespeicherten Schrankes erzeugt. Damit ist es leichter, auch ohne Bezeichnungen, den passenden Schrank in der Bibliothek zu finden und zu nutzen. Nehmen wir den Schrank, ersetzen den bestehenden, indem wir ihn auf das große Kreuz, den Hauptsmart-Click des Schrankes, unten ziehen. Dann wird die entsprechende Konfiguration übernommen. Unten hatten wir hier Breite, Höhe und Tiefe des Schrankes vordefiniert. Verändern wir die Tiefe, wie hier gezeigt, wird der Schrank entsprechend tiefer hinzugefügt. Sind die Felder leer und wir nehmen einen Korpus aus der Bibliothek und fügen ihn hinzu oder an, dann wird automatisch die vorkonfigurierte Breite, Höhe und Tiefe so genommen, wie wir den Schrank ursprünglich abgespeichert haben. Auch einzelne Werte lassen sich hinzufügen und ändern. Fügen wir einen Schrank hinzu, dann wird dieser entsprechend positioniert. Um die aktuelle Szene zu verwerfen und ein Projekt aus der Bibliothek komplett eigenständig zu laden, kannst du es doppelklicken. Diese Schränke können nun abgewandelt und genutzt werden, um die Bibliothek zu ergänzen. Im nächsten Schritt wählst du einen entsprechenden Korpus
mit Doppelklick und kannst so die Schränke durchwechseln. Füge nun zu einem Schrank eine gewisse Innendefinition oder sonstige Abänderungen hinzu, den du neu in der Bibliothek speichern möchtest. Für ein perfektes 3D-Bild, in dem man wirklich das erkennt, was man erkennen soll, deaktiviere die Maßlinien und oder die Pfeile. Nun kannst du den Schrank, wie gezeigt, im entsprechenden Verzeichnis abspeichern, mit einer passenden Beschreibung versehen und er erscheint direkt in der Bibliothek. Um das Anlegen und Abändern von Auszugbeschlägen noch einfacher zu gestalten, haben wir auch hier ein paar neue Funktionen in die Einstellungen für die Beschläge hinzugefügt. Wähle hier den entsprechenden Beschlag, in dem etwas geändert oder ergänzt werden soll, einfach aus der Liste aus. Und im nächsten Schritt wähle die entsprechende Bohrung, die verändert werden soll, aus. Nun lassen sich beispielsweise alle Tiefen von 15 auf 12 verändern. Dies ist dann gültig für alle Bohrungen. Außerdem verändern wir die Durchmesser von 5 auf 8 und wählen dann mit dem Plus die entsprechende Funktion aus. Wenn wir jetzt in einer anderen Schubkastengröße nachsehen, erkennen wir, dass alle Durchmesser und Tiefen von 15 auf 12 und von 5 auf 8 geändert wurden. Außerdem lassen sich neue Bohrungen nun für alle Schubkästen hinzufügen. Dazu gibt es den Haken für alle Anwenden. Definieren wir nun eine neue Bohrung. Und achten darauf, dass der Haken für alle Anwenden eingefügt ist und fügen die entsprechende Bohrung nun hinzu. Ist diese bei allen Schubkästen aus der Schubkastenfamilie sichtbar und wird entsprechend verwendet. Bei allen Kunden mit Pro-Funktionalitäten bzw. dem Pro-Abo werden nun auch direkt in der 3D-Ansicht alle Infos über Material und Kanten der einzelnen Platten bzw. Einzelteile des Schrankes beim Darüberfahren angezeigt. Hier zu sehen.